Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Planungsbericht Klima und Energie sind in der Märzsession ganz im Sinne der Mitte abschließend beraten worden. Dass jede und jeder einen Beitrag zur Erreichung der Ziele muss beitragen und Verantwortung übernehmen, ist dabei sehr wichtig. In der zweiten Session haben wir jetzt den Bericht positiv zur Kenntnis nehmen. Zusammen mit dem Bericht hat der Kantonsrat auch zahlreiche Aufträge und Bemerkungen überwiesen, die wir grösstenteils unterstützt haben. Mit der persönlichen Einstellung und der Anpassung von Denkansätzen kann jeder Luzerner und Luzernerin Verantwortung übernehmen und eine soziale und solidarische Klimapolitik machen. Wir sind verpflichtet, dass die Bevölkerung mit auf den Weg nehmen kann. Wir haben uns im Sinne der kleinen Schritte klar gegen rechts und links abgrenzt. Wir wollen eine breit akzeptierte und umsetzbare Klimapolitik im Kanton Luzern. Die öffentliche Hand im Kanton übernimmt konsequent Vorbildfunktion. Hier haben wir kongruent mit der Haltung der bürgerlichen Mehrheit in Bundesbern auch für die kantonale Verwaltung Netto Null per 2040 durchsetzen können. Das Tempo beim Ersatz der fossilen Heizung und Strom- und Wärmeproduktion aus erneuerbaren Quellen im Kanton Luzern wird erhöht. Unsere Motion dazu ist voll erheblich erklärt worden. Ebenso ein weiterer Vorstoss von uns, der den Zubau von Photovoltaik über das minimale Mass vom Eigenverbrauch hinaus lohnend macht. Finanzielle Mittel werden mit geeigneten Instrumenten eingesetzt und Investitionen mit dem grössten Einsatz-Nutzen-Effekt priorisiert. Das Handeln im Kanton soll auf Bundesmassnahmen abgestimmt werden und im Sinne der Ganzheitlichkeit mit gesellschaftspolitischen Aspekten abgeglichen werden. Auch das haben wir sicherstellen. Der Klimabericht ist ein Meilenstein in der Klimapolitik des Kantons Luzern. Mit den im AFP gesprochenen Mitteln kann anschliessend die konkrete Umsetzung der Gesetzesanpassungen angepackt werden. So, dass der Kanton Luzern das Ziel Netto Null 2050 erreichen kann. Jetzt geht es an die Umsetzung und da sind wir und Sie gefordert.